Moin Moin, herzlich willkommen zu den Fantasy-Neuerscheinungen aus dem Februar 2017. Und ich habe es schon wieder nicht so rechtzeitig geschafft, wie ich es gerne geschafft hätte. Eigentlich habe ich mir ja vorgenommen, immer so 2 Wochen vorher das Video hochzuladen. Aber ich habe mich immerhin im Vergleich zum Vormonat im Januar ein bisschen verbessert. Ich finde, das passt irgendwie noch. Ich werde das Format heute auch ein bisschen anders aufbauen als letzten Monat, da es ja auch ein neues Format auf meinem Kanal ist, muss ich mich dann noch ein bisschen ausprobieren und überlegen, wie ich mich am wohlsten fühle, wie mir es am meisten Spaß macht. Letztes Mal war das sehr viel Mühe, sehr viel Rausgesuche mit den ganzen Daten und ich musste sehr, sehr viel schneiden und deswegen war ich mit dem Endprodukt nicht so zufrieden. Außerdem habe ich mir bei den Inhaltsangaben, die ich dann versucht habe, in eigenen Worten wiederzugeben, immer so einen abgebrochen gefühlt. Ich weiß nicht, ob das rübergekommen ist, aber ja, ich habe das dann irgendwie gemerkt und deswegen war ich nicht ganz zufrieden. Ich werde daher jetzt ein bisschen was anders machen und ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr das jetzt besser, knackiger fandet oder ob das andere schöner war. Vielleicht finde ich ja auch irgendwie eine Mischversion. Ich werde mal schauen. Was ich diesmal anders machen werde, ist, dass ich nicht alle Details zum Buch nennen werde, sondern nur hauptsächlich den Titel und den Autor nenne und das Cover einblende und alles weitere werde ich hier ja als Text dann mit einblenden, dass ihr da dann nachlesen könnt. Und in dem Moment muss ich das dann vielleicht nicht alles sagen und nicht währenddessen raussuchen und mir alles merken, sondern das blende ich dann im Nachhinein ein. Außerdem werde ich die Inhaltsangaben jetzt den Klappentext vorlesen. Normalerweise bin ich da nicht so der Fan von, aber da ich die Bücher ja alle nicht kenne, ist es doch ein bisschen schwierig. Und ich habe mir jetzt einige Klappentexte durchgelesen von den Neuerscheinungen und finde die eigentlich sehr unterhaltsam. Und ich dachte, ich werde das jetzt auch einfach mal ausprobieren. Wenn euch das gar nicht gefällt, dann können wir das ja nächstes Mal anders machen. Mal schauen, wie es mir gefällt, wenn ich das jetzt vorlese. Außerdem möchte ich euch bei Fortsetzungsbänden nicht mehr den Inhalt so detailreich erzählen wie beim letzten Mal. Die ersten Bände habe ich dann ja dazu immer erzählt, worum es geht. Diesmal möchte ich euch eher nur so ein bisschen das Subgenre sagen, ob das sich jetzt hier bei um High Fantasy oder um Dark Fantasy oder Urban Fantasy handelt und vielleicht so ein bisschen die Richtung in einen Satz erwähnen, aber nicht mehr ja, den ersten Teil denn großartig erklären. Jetzt habe ich aber genug gesabbelt, wollen wir gleich mit dem 1. Februar anfangen. Dinner des Grauens von A. Lee Martinez. Der schreibt sehr, sehr viel humoristische Fantasy und ich weiß, dass Shari von Alles Allerlei totaler Fan von ihm ist. Dinner des Grauens ist allerdings eine Neuauflage seines Debütromans, also diesen Roman gibt es schon lange, aber halt jetzt in einer Neuauflage mit neuem Cover, was ich euch jetzt mal einblenden werde. Genau, das ist das neue Cover und nun kommt die Inhaltsangabe. Die beiden Kumpel, Earl und Duke, tingeln Bier trinken und nichts ahnend durch Amerika und wollen eigentlich nur kurz Pause in einen Imbiss machen. Doch dort trifft es sie hammerhart. Sie landen im Dinner des Grauens, wo Zombie-Angriffe an der Tagesordnung sind und du niemals weißt, was im Kühlschrank lauert. Zombie-Kühe, eine monströse Bardame und singende Yucca-Palmen sind hier erst der Anfang. Aber Earl und Duke sind nicht umsonst der coolste Vampir und der fetteste Werwolf der Welt. Ja, ich finde, das klingt sehr, sehr lustig. Und ich denke mal, wer so Terry Pratchett mag und vielleicht auch Walter Mörs, sind natürlich alles immer ihre eigenen Richtungen. Aber da ist man vielleicht dann schon auch gut aufgehoben. Es soll auf jeden Fall gut sein für Neueinsteiger, aber auch für Fans von ihm und es hat jetzt eine neue Aufmachung. Das alte Cover fand ich eigentlich auch gar nicht schlecht und es soll Zähne klappern und Lachmuskelkater garantieren. Das klingt doch gut. Ebenfalls am 1. Februar erscheinen oder ist schon erschienen, ist Talvas Schuld von Valerie Kolberg. Hierbei handelt es sich um einen High-Fantasy-Roman, der in einer Welt spielt, die der Antike angepasst ist. Und es soll um Intrigen, Machtspiele und politische Ränke gehen, aber auch um eine große Liebe.
Mord an der Feldherrin und Unterschlagung von Kriegsbeute, so lauteten die Vorwürfe. Doch das Gericht sprach den Beschuldigten Talwa frei. 15 Jahre später versucht Kadewis, der Sohn der Ermordeten, den Fall neu aufzurollen und Talwas Schuld am Tod seiner Mutter zu beweisen. Doch je besser Kadewis Talwa den Todfeind seiner Familie kennenlernt, umso mehr beginnt er an seinen Vorhaben zu zweifeln. Und dann ist ja auch noch Talwas schöne und kluge Tochter, Lerina. Sind die Ehre von Kadewis Familie und Gerechtigkeit für seine Mutter es wert, Lerinas Leben zu zerstören? Ja, also ich finde das Cover ja irgendwie sehr schön gemacht. Auch die Farben. Also ich finde das mit der Antike ganz cool, dass die Welt so der Antike angepasst worden ist. Aber sonst würde mich das jetzt nicht ganz so ansprechen. Gehen wir weiter zum 7. Februar. Und zwar mit einem zweiten Band. Das ist der Glasmagier von Charlie N. Holmberg. Ja, wie gesagt, ist das der zweite Band einer Reihe, und zwar heißt die Reihe die Papiermagier-Serie. Der erste Band heißt nämlich genau so, Papiermagier. Und hier geht es um eine Magierin, die auf einer Magieschule war und mit sehr guten Noten abgeschlossen hat und nun ja zu einer Lehre bei einem Papiermacher geht, wo sie erst gar nicht so begeistert ist, aber dann lernt sie doch ganz coole Zauber. Sie kann dann halt so verschiedene Papiertiere erschaffen, aber auch in die Zukunft schauen. Gibt es natürlich auch einen bösen Magier bzw. böse Magierin und in Der Glasmagier geht das halt nun weiter. Ich finde, die Cover sind auch sehr interessant. Dadurch, dass das der Titel der Papiermagier heißt oder die Reihe Papiermagier, sieht es alles so ein bisschen scherenschnittartig aus. Irgendwie finde ich das sehr passend. Zum 11. Februar. Der Herr des Turmes von Anthony Ryan ist der zweite Band der Rabenschattenreihe. Eine High-Fantasy-Reihe, die echt viel Furore, möchte ich nicht sagen, aber es hat sehr, sehr viel Lob bekommen. Es soll wirklich eine tolle und spannende High-Fantasy-Reihe sein. Hier am 11. Februar erscheint nun das Taschenbuch des zweiten Bandes, Der Herr des Turmes. Ich habe eine Freundin, die diese Reihe gelesen hat und sie war auch ganz angetan. Allerdings hat sie mir erzählt, dass immer sehr, sehr viele Zeitsprünge drin vorkommen. Und das ist nicht so mein Ding. Gerade wenn es so um die Ausbildung geht und dann finde ich das immer toll, mit der Figur dabei zu sein, wie sie etwas kennenlernt. Aber da wurde wohl fast die ganze Ausbildung übersprungen im ersten Band. Das hat mich schon irgendwie so ein bisschen abgeschreckt. Aber sonst soll es ja wirklich genial sein, habe ich wirklich schon aus mehreren Ecken gehört. Mal schauen, ich glaube mittlerweile sind das jetzt 3 Bände oder 4 Bände. Tja, wieder sehr gut informiert, aber um den Dreh, ja 3 oder 4 Bände sind das, glaube ich. Am 13. Februar erscheint Empire of Storms, Pakt der Diebe von John Scovron. Ja, ich denke mal, das ist der erste Teil einer Reihe und auch hier lese ich euch mal eben die Inhaltsangabe, den Klappentext vor. Hope ist noch ein Mädchen, als ihr Dorf von den Magiern des Kaisers angegriffen und den Erdboden gleichgemacht wird. Sie allein überlebt und findet in einem Kloster nicht nur Unterschlupf, sondern wird dort auch von den Kriegermönchen in den Kampfkünsten unterwiesen. Red ist ein Straßenjunge, der in den finsteren und überfüllten Gassen New Lavens zum besten Taschendieb heranwächst, den das Imperium je gesehen hat. Jahre vergehen, doch als Hope und Red einander auf schicksalhafte Weise begegnen, schließen sie einen Pakt, der die Zeit der Ungerechtigkeit beenden wird. Ja, ich finde ja immer sehr interessant, wie ich eben schon erwähnt habe, wenn da eine Ausbildung mit dabei ist, jetzt hier im Kloster, dass sie da den Kampfkünsten unterwiesen wird. Ich hoffe, dass das halt nicht so sehr so schnell übersprungen wird und dann Jahre später, dass wir da dann erst
oder schon einsetzen dann in der Geschichte. Das würde ich schade finden. Ansonsten würde mich natürlich interessieren, was jetzt genau die Ungerechtigkeit, diese Unterdrückung nun dort bedeutet und was für einen Pakt die beiden schließen. Zum nächsten, was ebenfalls am 13. Februar erscheinen wird, und zwar Die Worte des Lichts von Brandon Sanderson. Das ist der dritte Teil der Sturmlichtchroniken. Und zwar ist der Band bereits als gebundene erschienen, als gebundene Ausgabe und erscheint jetzt dann am 13. als broschierte. Von Brandon Sanderson habe ich den Rhythmatist gelesen und der hat mir auch wirklich sehr gut gefallen. Außerdem sollen seine Die Nebelreihe, die Nebelkinder oder so, soll ja auch wirklich genial sein. Und irgendwie sollen ja auch seine ganzen Reihen ineinander miteinander verknüpft sein oder beziehungsweise ein paar Easter Eggs eingebaut sein, was ich ja immer sehr, sehr cool finde, wenn man das entdeckt oder wenn es dann tatsächlich drin ist. Ja. Also von dem werde ich auf jeden Fall noch was lesen wollen. Ob es jetzt nur die Sturmlichtchroniken sind oder ich glaube, ich würde dann eher mit den Nebelkindern anfangen, weil das, glaube ich, eher chronologisch am sinnvollsten ist, obwohl die Reihen an sich ja sonst abgeschlossen sind. Ja, das dazu. Und Der Kuss der Lüge von Mary E. Pearson wird am 16. Februar erscheinen. Und zwar ist das der erste Band der Chroniken der Verbliebenen und das ist dann eher ein Jugendbuch. Das habe ich schon bei vielen auf Englisch oder als Rezensionsexemplar bei anderen Booktube-Kollegen gesehen. Ich finde das Cover auch sehr ansprechend. Allerdings war ich mir hier nicht sicher, ob das doch eher in diese Romantasy-Ecke abdriften könnte. Trotzdem klingt das irgendwie ganz toll. Ich werde euch hier auch mal vom Inhalt was vorlesen. Lia ist die älteste Tochter im Königshaus Morrigan. Gerade mal 17 Jahre alt soll sie mit einem Prinzen verheiratet werden, den sie noch nie in ihrem Leben gesehen hat. Doch die Prinzessin entscheidet sich, ihr bisheriges Leben hinter sich zu lassen. Sie flieht und heuert weit entfernt von zu Hause in einer Taverne an. Dort lernt sie zwei Männer kennen, die sofort ihre Aufmerksamkeit erregen. Was sie nicht weiß, beide sind auf der Suche nach ihr. Einer wurde ausgesandt, um die Königstochter zu töten, und der andere ist ausgerechnet jener Prinz, den sie heiraten sollte. Schnell fühlt sich Lia zu den beiden hingezogen. Ja, obwohl, wenn ich das jetzt lese, das hört sich ja nach Dreiecksgeschichte an und sowas finde ich ja total nervig. Ja, ich weiß es nicht. Also es könnte echt cool gemacht sein, wenn es denn auch Handlung hat, aber wenn es nur um diese Gefühle und diese Dreiecksbeziehung geht, ich glaube, da warte ich lieber mal die Berichte der anderen ab, die da jetzt entweder das Englische lesen oder dann eine Rezension hier zum Deutschen machen. Ebenfalls am 16. Februar wird ein Sammelband zu nordischen Mythen und Sagen erscheinen, und zwar von Neil Gaiman neu erzählt. Was ich schon mal sehr genial finde, war Neil Gaiman ja sehr, sehr skurril schreibt, sehr düster. Ich habe von ihm den Ozean am Ende der Straße gelesen, aber auch Coraline kenne ich von ihm. Und es gibt ja noch sehr, sehr viele andere Bücher von ihm, die ja sehr, sehr gelobt werden. Und dass er die jetzt neu schreibt, finde ich wirklich genial. Da kommen natürlich Odin und Thor vor. Und auch hier gibt es ein ganz tollen Klappentext, wie ich finde. Warum bebt die Erde? Wie entstanden Ebbe und Flut? Und wie kam die Poesie in unserer Welt? Neil Gaiman erzählt die nordischen Sagen und Mythen neu, mit Witz und Sinnlichkeit, voller Zuneigung und Neugierde. Wir machen Bekanntschaft mit dem mächtigen Odin, reisen mit Thor und seinem Hammer durch die neuen nordischen Welten, sind bezaubert von den Göttern und entsetzt von mancher Skrupellosigkeit. Machen Sie sich die Sagen zu eigen, erzählen Sie sie weiter an den langen, kalten Winterabenden, in den lauen Sommernächten. Nach der Lektüre werden Sie selbst die Wolken mit anderen Augen betrachten. Ja, ich finde, das klingt echt cool. Und ja, das wäre was, was ich mir eventuell auch zulegen wollen würde. Alleine diese ganzen Sagen nochmal kennenzulernen. Ich denke mal, dass er auch nah am Original sein wird. Also er hat sie ja neu erzählt, aber nicht neu interpretiert. Hoffe ich jetzt einfach mal, dass er eng an den Originalen bleibt.
So, wir sind immer noch am 16. Februar und hier erscheint ebenfalls die 1000 Treppen von Robert Jackson Bennett. Das ist der erste Teil der Die göttlichen Städte-Reihe. Mal eben, ja, ist richtig, genau. Und das interessiert mich vor allem schon deswegen, weil ich von dem Autor ein Buch gelesen habe, und zwar war das Silenus. Und das ist einer meiner Lieblings-Horror-Fantasy-Bände, was auch ein Einzelband ist, was mich echt freut. Gut, das hier ist jetzt kein Einzelband, aber seine tollen Ideen in Silenus haben mich total gefesselt. Und deswegen gucke ich da besonders drauf. Auch hier einmal den Inhalt. Einst besaß die Stadt Bulikow die Gunst der Götter, bis diese vernichtet wurden. Die göttlichen Wunder und Schreine sind zerschlagen oder einfach verschwunden. Tausende Treppen führen ins Nichts, ein Mahnmal vergangener Größe. Offiziell ist die junge Shara Tivani, Nachwuchsdiplomatin, doch hinter der Phase verbirgt sich eine Meisterspionin, nach Bulikow geschickt, um einen Mörder zu fassen. Bald beginnt sie zu ahnen, dass es um viel mehr geht und die Götter nicht so tot sind, wie es heißt. Ja, ich finde das mit den ganz, ganz vielen Treppen, die ins Leere führen, das hört sich schon irgendwie cool an und da habe ich schon ein ganz tolles Bild im Kopf. Und mit Göttern finde ich ja eigentlich auch immer interessant. Also, das könnte mich auf jeden Fall interessieren. Auch das behalte ich im Auge. Und ein letztes Buch, was am 16. Februar erscheinen wird. Und zwar ist das Der Schwur der Klinge von Kelly McCullough oder wie man das auch immer aussprechen mag. Das ist der sechste Teil der Königsmörderreihe und außerdem noch das Finale. Ja, dem Cover nach zu urteilen, würde ich sagen, dass es eine High-Fantasy-Reihe ist. Und da es jetzt aber der letzte Teil ist, werde ich natürlich nichts weiter über den Inhalt erzählen. Kommen wir zum 20. Februar. Dort erscheint ein Buch, was hier auf BookTube schon total viel gehypt wurde. Ich weiß nicht, ob es zu Recht gehypt wurde, weil ich es selber noch nicht gelesen habe, aber jetzt erscheint der erste Teil als Taschenbuch und zwar spreche ich von Elias und Laia, die Herrschaft der Masken von Sabah Tahir. Was ich ganz toll fand, ich habe mir mehrere Rezensionen dazu angeguckt, einmal so ein bisschen dieses Wüstenfeeling, aber vor allem finde ich toll, dass hier hinter keine Liebesgeschichte stecken mag, jedenfalls nicht so, wie man sich das vorstellt, wenn da drauf Elias und Laia vorne drauf steht, denkt man ja auch gleich, ja, Liebespärchen. Laia ist wohl ein Sklavenmädchen und Elias ist ein Kämpfer, beziehungsweise wird zu einem Elitekämpfer ausgebildet, die dann nachher so silberne Masken tragen. Und die beiden lernen sich, glaube ich, kennen, aber ich glaube, da entsteht nicht so diese typische Liebesgeschichte. Und alleine das macht es schon auf jeden Fall einen positiven Eindruck. Wenn ihr mehr zu dem Inhalt wissen wollt, dann verweise ich einfach mal an die tollen Rezensionen meiner BookTube-Kollegen. Und dann kommen wir schon zu den letzten drei Büchern, die alle am 20. Februar erscheinen werden. Zunächst zu Dunkel über Sethanon von Raimond Feist. Das ist der vierte Band der Midkemia-Saga, die bereits schon mal in den 90er Jahren rausgekommen ist. Also ist das hier eine Neuauflage der Reihe, die jetzt peu à peu, wo die Teile dann rauskommen. Ich habe mir jetzt noch mal ein bisschen durchgelesen, worum es im ersten Teil geht. Ich denke mal, geht wieder so in die Richtung Game of Thrones mit Intrigen, mit Krieg, mit Schlachten. Ein bisschen Magie ist dabei und ja, Machtverhältnisse, ein Königshof. Also das geht so ein bisschen in diese mittelalterliche High Fantasy. Die Dunkelmagierin von Arthur Phillip ist eins der Bücher aus dem Februar, die mir am meisten zusagen, mich am meisten ansprechen, vom Inhalt, aber auch vom Cover her. Und zwar ist es der erste Band der Graue Orden-Reihe. Und hier sage ich euch auch nochmal, um was es geht. Feyas Talent für die Magie ist groß, doch noch kann die junge Frau es nicht nutzen. Als sie schließlich
Sich entschließt, der Schule der grauen Magier beizutreten, wird sie rasch zum Spielball der Intrigen der Mächtigen. Denn einst waren die grauen Magier gefürchtet, und es gibt Kräfte im Orden, die diesen um jeden Preis wieder zur alten Macht zurückführen wollen. Feyre muss rasch lernen, ihre Magie zu nutzen, oder sie wird zwischen den Fronten zerquetscht werden. Doch niemand im Orden ahnt, dass eine dritte Partei Vorbereitung trifft, um die 1000 Jahre alte Ordnung zu zerschlagen, und Feyre soll ihr Werkzeug sein. Ja, irgendwie merkt man, welche Bausteine die Fantasy immer wieder benutzt. Natürlich Magie, Intrigen, aber auch Machtspielchen. Es ist halt immer nur die Frage, wie das Ganze zusammengesetzt wird und wie viel Neues eingesponnen wird und wie gut das rüberkommt. Ich bin sehr gespannt. Mal schauen, ob das seinen Platz an meiner Seite bekommt. Und abschließend die letzte Neuerscheinung im Februar, die ich mir rausgesucht habe. Todd Hunter Moon, Fährtenfinder von Angie Sage. Das ist der erste Teil ihrer neuen Jugend- und Kinderbuchreihe. Vielen wird das vielleicht schon was sagen, beziehungsweise der Autorenname. Die Autorin hat nämlich schon eine relativ bekannte magische Reihe über einen jungen Zauberer geschrieben, und zwar ist das Septimus Heap. Ich glaube, die Reihe ist siebenbändig und auch diese Reihe hat total hervorgestochen durch diesen wunderschönen Cover. Ich habe die Reihe selber nicht gelesen, aber mein Bruder, und er hat mir einiges davon erzählt und das klang wirklich toll. Aber jetzt soll es ja um diese neue Reihe gehen. Ich finde aber, dass sich die Cover sehr anlehnen an die alten bzw. an Septimus Heap. Und darum geht es. Die junge Todi steht vor einem aufregenden Ereignis. Mit 12 Jahren wird sie endlich von ihrem Vater in die Rituale der Fährtenfinder eingeweiht. Kurz darauf ist Todis Vater spurlos verschwunden. Gemeinsam mit ihrem Freund Oscar begibt sich Todi zum Zauberturm, weil sie sich Hilfe vom außergewöhnlichen Zauberer erhofft. Dieser ist niemand anderes als Septimus Heap, und er hat es gerade mit einem mächtigen Feind zu tun, dem Hexer Oraton Mar, der den Palast der Eisprinzessin in seine Gewalt gebracht hat. Im Palast aber ist der magische Lapis Lazuli versteckt, und der darf auf keinen Fall in die falschen Hände geraten. Das erste Abenteuer der neuen Fantasy-Reihe von Angie Sage. Ja, und wie man hört, sind die tatsächlich miteinander verbunden. Deswegen passt es auch, dass die Cover ähnlich aussehen. Ja, neue Protagonisten, aber wir treffen Septimus Heap hier wieder. Also ich denke, für jeden Fan von Septimus Heap ist das was, aber ich denke mal, dass man die Reihe auch so schon lesen kann. Das ist etwas, was mich auf jeden Fall total anspricht. Wenn ich jetzt benennen sollte, was mich jetzt am meisten interessiert aus diesem Februar, wäre das auf jeden Fall Nordische Mythen und Sagen von Neil Gaiman. Aber auch das, die beiden, die ich zuletzt genannt habe, finde ich irgendwie cool. Die Dunkelmagierin und Todd Hunter Moon. Allerdings wäre ich, glaube ich, da so pingelig, dass ich da dann erst die Septimus Heap-Reihe lesen wollen würde, um die ganzen Anspielungen zu verstehen. Außerdem würde ich auch wegen des Autors die Stadt der 1000 Treppe im Auge behalten wollen, weil eben das der Autor der von Silenus ist, und das ist ja nun mal ein Lieblingsbuch von mir. Aber man kennt das ja, dass der Klappentext manchmal auf etwas ganz anderes erzählt oder auf etwas ganz anderes hindeutet und der Inhalt gar nicht so richtig stimmt oder aber viel mehr dahinter steckt und der Klappentext einfach nur zu wünschen übrig lässt. Das kann man ja im Vorhinein gar nicht so sehr sagen, deswegen muss man es einfach ausprobieren, wenn es einen irgendwie anspricht. Und dann könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr es gelesen habt. Vielleicht habt ihr ja auch schon das Original gelesen auf einer anderen Sprache oder vielleicht hat euch das jetzt so zugesagt, dass ihr es euch jetzt kaufen möchtet. Schreibt mir das alles in die Kommentare. Natürlich auch, wie euch jetzt die Art und Weise jetzt gefallen hat, wie ich das jetzt umgesetzt habe, ob euch das besser oder schlechter gefallen hat. Vielleicht habt ihr ja noch irgendwie Wünsche und Anregungen. Ich werde mal schauen, wie nach dem Schneiden, wie mir das Endprodukt dann gefällt, ob ich das irgendwie knackiger finde und nicht mehr ganz so viel Gelaber. Ja, das war's von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns im nächsten Video, wenn ihr möchtet. Ciao, ciao!